Im Zuge des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen veranstalteten die besonderen Dienststellen der BA einen Inklusionstag in der Zentrale in Nürnberg. Unter dem Motto Inklusion gemeinsam bewegen wird Raul Krauthausen sprechen, Deutschlands bekanntester Aktivist für Barrierefreiheit und Inklusion. Am Abend vor der Veranstaltung bleibt Zeit. Dörte Mark, blinde Rednerin und Moderatorin des Inklusionstags 2019, schlendert gemeinsam mit Raul Krauthausen über den Nürnberger Christkindlesmarkt. Ich habe mich im vergangenen Jahr selbstständig gemacht. Das war sehr ungewöhnlich für viele Menschen, dass ich aus einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis rausgegangen bin, wo ich doch eine Frau mit Behinderung bin. Das konnten viele nicht verstehen. Für mich war das ganz logisch, aber tatsächlich passte das nicht so ins Bild. Die Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal Menschen ohne Behinderung, glaubt, Menschen mit Behinderung beschützen zu müssen. Und ich bin fest davon überzeugt und viele andere Menschen mit Behinderung auch, dass Menschen mit Behinderung auch ein Recht haben, sich auszuprobieren. Das Risiko zu scheitern wird Menschen mit Behinderung von vornherein verwehrt. Das heißt, die werden dann die Maßnahme kriegen oder ihnen vorgeschlagen, die am wenigsten Probleme machen wird. Du hast ein Potenzial, du hast eine Qualifikation. Es gibt Arbeit, die du machen möchtest, die du machen kannst. Und das passt dann egal, ob mit oder ohne Behinderung. Das wäre ein hohes Ziel. Ich glaube, dass die BA auf jeden Fall Vorreiterin sein sollte, als diejenige, die ja auch die Möglichkeit hat, Netzwerke zwischen arbeitssuchenden Menschen, Unternehmern zu schaffen und das Thema so voranzubringen mit dem eigenen Vorbild, also innerhalb der BA Menschen mit Beeinträchtigungen nicht nur einzustellen, sondern auch zu fördern und dann auch dafür zu sorgen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auch Führungspositionen übernehmen. Am Tag darauf. Der Saal ist gut gefüllt, das Thema Inklusion ist Chefsache. Und wie es gelingen kann, erläutert Vorstandsvorsitzender Detlef Scheele. Ich glaube, den Umgang oder das Zusammenarbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung bekommt man am besten hin, wenn man sich begegnet. Und wenn die Begegnung gewöhnlich wird und wenn man dann feststellt, dass ein Mensch mit Behinderung, ein Mensch ohne Behinderung letztlich doch genau gleich sind, wenn man ein bisschen die Nachteile ausgleicht. Aber wir haben es zumindest vor uns, das hinzubekommen. Und heute ist ein gutes Beispiel dafür, dass es geht. Und es ermöglicht Begegnungen und ändert vielleicht etwas in den Köpfen. Der Aktionstag zeigt, Inklusion und Barrierefreiheit sind ein Mehrwert, nicht nur für die Bundesagentur für Arbeit.